Zuletzt hatten die politischen Börse ziemlich kurze Beine. Jede positive oder zumindest vermeintlich positive Nachricht aus Sicht der Märkte wurde relativ schnell abverkauft. Deswegen schaut man natürlich zum heutigen Wochenstart sehr genau darauf, ob der Markt es schafft, die 4% Gewinne, die wir beim deutschen Aktienindex am Freitag gesehen haben, zu behaupten. Und der Montagvormittag zeigt, dass der Markt es nicht nur schafft, sie zu behaupten, sondern sogar noch eins draufzusetzen. 6.496 der aktuelle Stand beim deutschen Aktienindex. Wir waren sogar schon mal kurz über der Marke von 6.500. Das ist ein Plus von 1,3%. Größte Gewinner im frühen Handel sind auch die Finanzwerte, die ja am Freitag den größten Satz nach oben gemacht haben. Beispielsweise die Commerzbank mit einem weiteren Plus von 2,3%. Aber wir sehen auch Aktien aus diversen Branchen, Heidelberg Zement plus 2,8%, BASF oder SAP ebenfalls mit Aufschlägen von mehr als 2%. Auf der Verliererseite ganz oben, da ist heute Morgen der Hersteller von Industriegasen Linde. Das Unternehmen gibt eine Milliardenübernahme in den USA bekannt. Man möchte dort den Hersteller von Sauerstoffgeräten Lincare übernehmen, bietet 20% mehr als die an der Nasdaq notierte Aktie am Freitag gekostet hat. In der Summe sind das 4,6 Milliarden US-Dollar, also ein richtiger Brocken. Einen Teil davon möchte man durch Eigenkapitalmaßnahmen, sprich durch eine Kapitalerhöhung, durch die Ausgabe neuer Aktien finanzieren, und zwar 1,5 Milliarden Euro. Und dieses zusätzliche Angebot an neuen Aktien, das drückt heute den Linde-Kurs, die Aktie mit einem Verlust von 3%, größter Verlierer im DAX. Kurzer Blick noch in die zweite Reihe. Dort bricht heute die Aktie von Rhön Klinikum um mehr als 10% ein. Nachdem es so aussieht, als sei der Übernahmeversuch von Fresenius fürs Erste gescheitert. Statt der angepeilten 90% wurden ja nur 84% der Aktie angedient. Nun möchten die Bad Homburger noch nach alternativen Möglichkeiten suchen. Die Aktie von Rhön mit einem Verlust von 10,4%.